Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Akuchi the Heartless. Und genau, wir stehen vor meinem vor einem meiner Lieblingslevel, Sayumos. Genau. Die Schleimhüllen. Da würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein, nachdem wir beim letzten Mal Lata abgeschlossen haben. Und genau, ja, Sayumos, die Schleimhüllen. Sie müssen Mantus Schädel besiegen. Versiegen Sie die nachrückenden Anbeter in ihren Gräbern. Okay. Schau ich mal. Bitte, Cutscene, lade. Lade, Cutscene. Immer weiter laufe ich und denke an die Spur der Zerstörung, die ich hinterlasse. So sehr ich Samedis Aufträge verabscheue, so gut bereiten sie mich doch auf den Moment vor, da ich Orath endlich wieder gegenüberstehen werde. Ja, so sieht's aus. Ja, ich musste die Cutscene wieder rausschneiden. Keine Ahnung warum. Und ja, hier kommen wir ja her, ne? Ja, genau, wir bereiten uns quasi ja im Moment drauf vor, ne, dass wir seinem Bruder gegenüberstehen. Aber ja, das wird noch ein bisschen dauern. Wir müssen jetzt weiter hier Samedis Aufträge erfüllen. Und zwar ist das hier diesen komischen Schädel. Oh, nee! Diesen komischen Schädel, den wir da eben gesehen haben, zu killen. Stromschlag. Ich hasse diese Viecher, aber Moment. Das mache ich anders. Das mache ich einfach mit 5 Seelensuchern. Warum sind die denn hier? Ja, natürlich, ey. Natürlich. Ich hasse diese Dinger. Oh! So. Geschafft. Okay. Ja, wie gesagt, willkommen zurück hier. Ah, was ist das denn? Eine fliegende Schlange. Okay. Eieiei. Okay. So, den haben wir auch. Sehr schön. Jo, wie gesagt, wir sind hier in den Schnodderhöhlen. Sehr geil gemacht. Und bei denen müssen wir jetzt nämlich das machen. Und zwar hier eine Lampe. Wir müssen nämlich die beiden Lampen hier aktivieren. Und dann passiert das. Zack. Da werden die eingesperrt. Sehr schön. Du kannst mir nichts mehr tun. So, dann schauen wir weiter. Hier ist nämlich dieser Altar. Und zack. Da ist nämlich noch ein Seelensucher da hinten. Wieder zurück. Und den Stein hier drauf und gucken mal, was passiert. Es kommt eine Plattform. Hä, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Ich habe das doch zugemacht. Will ich mich verarschen? Wo kommt der denn her? Naja, egal. Ja. Wie gesagt, wir spielen weiter einfach. Ja, ich habe eben Tengshu noch wieder aufgenommen. Da geht es jetzt aufs Finale zu. Zumindest mit dem einen. Aber hier dauert es noch ein bisschen. Und du bist drin, oder? Ja, du bist drin. Sehr schön. Oder? Ja, da ist drin. Okay. Ah, hier ist noch was. Zack. Mach es auf. So. Jede Menge Stromschläge. Oh, ja. Das habe ich ja ganz vergessen. Die Ruckler hier. Ah, ja. Und. Jo. Zack. Genau. Haben wir wieder so eine fliegende Schlange gehabt. Ah, nimm das. Ah, jetzt. Ja, ist noch eine. Hä? Warum? Was? Warum trifft... Ey! Hör auf, mich voll zu scheißen. Warum trifft das denn nicht hier? So, jetzt. Sehr schön. Oh Mann, ey. So, dann zack. Das müssen wir nämlich kaputt machen. Ah, ist noch eine. Okay. Noch eine fliegende Schlange. Ist so bescheuert hier teilweise. Was hier für Gegner auf uns lauern, ey. Da ist sie. Ah, geh hier raus erstmal und dann nimm die beiden Seelensucher. Nichts gebracht, toll. Und hier, dann zack. Nee, das bringt irgendwie nichts. Keine Ahnung. So, jetzt. Und 12. Leben. Sehr nice. Okay. Schauen wir mal weiter hier. Ah, hier müssen wir nicht rein. Das ist nämlich Säurewasser. So. Und hier schnell wieder zumachen, den Müll. Hier spawnen, glaube ich, endlos Typen raus. Ah, dieser Scheißruckler hier, ey. Da spawnen endlos Typen raus, dann mache ich das halt so. Komm. Und zack. So. So geht's auch. Und wir... Ah ja, müssen wir hier auf diese Eisplatte. Und die bewegt sich. Aber wir haben den Stein und können damit wieder hier raus. Sehr schön. Hier vorne. Ja. Wie, was war das denn? Fledermäuse oder so.
Okay. Ah, ich bekomme gerade wieder so eine komische Hitzewallung. Keine Ahnung, warum ich Hitzewallung kriege. Mir ist gerade übelst warm. Naja. So. Oh, nee. Und noch einer. Und oh, Mann. Und mach den mal so. Da dürfen wir nämlich nicht rein. Dieses Drecksding da oben. So, nimm das Herz hier. Nimm das Herz. So. Nimm es in dich auf, mein Freund. Eine Voodoo-Puppe und zack. Wieder einen Ruckler hier. Oh, ey. So, ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, woran das liegt. Warte mal, kommen da oben nicht Gegner? Ah, wusste ich's doch. Da oben kommen doch Gegner raus. So. Einmal Schleimviecher hier. Noch mal zwei Stück. Yo. Oh, Junge. Und direkt da. Was? Achso, ich dachte, ich wäre hinter dem. Komische Kameraansicht hier. So, und zack. Muss doch reichen. Ja, sehr schön. Okay, gut. Ah! Scheiße! Geh da raus, geh da raus, ey. Da haben wir wieder so ein Kackvieh. Im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Oh Mann. Und wir müssen hier drauf, oh Gott. Fast den Stachel berührt. Und yes. Und was macht es? Ah, okay. Und wahrscheinlich scheiß Timing? Nee, okay, ging noch. Da hinten ist doch auch was, oder? Nee, da ist nichts, okay. Ah, ich hab wieder Hänger. Und natürlich gehen die Dinger genau jetzt rein. Das ist aber egal, man kann trotzdem noch rein. Es ist nur mit weniger Leben verbunden, sagen wir es mal so. So, komm wieder hier rein, bitte. Du sollst das zumachen. So, und du sollst hier reinkommen. Komm schon. Ich bitte dich doch drum. Sehr schön. Ja, tschüss. Weg mit dir, Opa. So. Ah. So, ja. Und zack. Komm schon. Ja, ich mag dieses Level. Das ist ja auch sehr cool. Moment mal. Der Kopf. Der erste Kopf. Wo ist der erste Kopf? Der erste Kopf ist hier. Stimmt. Köpfe sammeln, nicht vergessen. Beziehungsweise der zweite Kopf. Schaut mal sein Gesicht. Keine Ahnung. Sieht ein bisschen hässlich aus, aber... Nein, Akuchi ist nicht hässlich. Nein, 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 nein. So, weiter geht's. 63. Dauert noch eine kleine Weile, bis wir da wieder was kriegen. So, oh ja. Es war doch klar. Und Hänger und Gegner und alles Mögliche. Und zack. Sehr schön, den haben wir vernichtet. Ah, shit. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Oh, das zieht doch so übelst viel ab, das Wasser. Ja, das Wasser zieht viel ab. Das ist die Säure oder was auch immer das sein soll, ey. Das ist alles ein bisschen strange hier. So. So, ja. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Also, noch schönes Wochenende jetzt hier, ne? Also, es ist wieder ein bisschen wärmer geworden draußen. Was mich sehr freut, ich habe nämlich keinen Bock auf diese eisigen Temperaturen, ey. Deswegen fahre ich auch in 2 Wochen in Urlaub. Ja, schon mal kleine Vorankündigung. Ich bin bald für 1 Monat weg. Aber nicht traurig sein, ich komme ja wieder. Und währenddessen könnt ihr auf meine alten Projekte gucken, ne? Ich habe ja noch das eine oder andere Spiel hochgeladen. Und ja, wir haben wieder einen Ruckler hier. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dass hier manchmal so Ruckler kommen. Ah, ich bin wieder Hälfte meines Lebens los. Und zack. Yeah. So, können wir hier hoch? Ich werde auch von diesem Spiel heute 2 Folgen am Stück aufnehmen. Ah! Oh mein Gott, nein! Oh, was soll ich denn jetzt machen? Hier raus, okay. Ne? Wie gesagt, ich werde von diesem Spiel heute 2 Folgen aufnehmen. Oh, warum hält der sich nicht da fest? Ist der blöd? Jetzt halte ich da fest, verdammt. So. Jawoll. Und so geht's hoch, genau, ja. Und hier hoch, oh Gott. Oh, ich hör's schon wieder. So ein scheiß Ding da oben. Da! Oh Gott. Du dummes Vieh, ey. Ja, sehr schön geschafft. Ich hasse die Dinger. Oh. Die Ruckler werden aber immer häufiger, habe ich das Gefühl, hä? Wahrscheinlich immer häufiger je
Ja, je voller meine Festplatte ist. Keine Ahnung, ich habe ja eine SSD. Ich weiß nicht, ob das daran liegen könnte. Keine Ahnung. Und zack. Und komm hier rein. Und einfach rausrennen und zack. Das sollte es gewesen sein jetzt. Nein, er ist rausgekommen. Okay, wo ist er denn? Oder? Ah ne, er ist drin. Okay, ne, na gut, dann... Ja, er versucht mich zu schlagen, aber... Oh, wie viele noch von euch? Ihr nervt. Ihr nervt. Oh, Mensch. Da ist noch einer. Wie viele Gegner hier sind? Da ist der Kopf. Dritter Kopf jetzt. Mittlerweile. Okay. Und... Hier brauchen wir einen Stein. So, dann... Ja. Oh. Ruckel. Ich weiß ja nicht, es tut mir leid, wenn die euch nerven. Aber ich kann dagegen gerade nicht viel machen. So. Ah, da ist noch ein Typ hier. Komm hier rein. Ah nein, du sollst nicht so... Ah, dann mach halt zu. Ist egal, dann machen wir ihn halt so kaputt. Geht ja auch. Ja, wie gesagt, Saiomos. Eine sehr schöne Welt. Ah, ich habe hier wieder Soundruckler. Ah, nee. Wie viele noch von euch? Oh. Weg mit dir, ey. Keine Chance. Keine Chance. So. Ja. Und zack. Es geht auf. Sehr geil. Okay. Ja. Und. Ah. Und zack. Ah. Der Move, den wollte ich machen, aber es hat nicht funktioniert. Ui. Ah ja, ich erinnere mich. Das ist die vorletzte Stage hier. So. Alles klar. Dann. Holen wir uns. Oh, machen wir mal einen Lecksprung. Holen wir uns mal das Herz da hinten. Das brauche ich nämlich sehr dringend. Ja, wieder fast voll. Geil. Okay, dann. Gruselige Mucke hier. Ja, ich spiele schon ein bisschen creepy. Ah, Moment mal, das Herz, das will ich mir noch nicht holen. Das hole ich mir später. Weil hier oben kommt nämlich dieser Kopf, den ihr da gesehen habt im Intro. Und da ich bei dem mit Sicherheit Energie verlieren werde... Oh, mach jetzt mal den hier kaputt. Spare ich mir das Herz auf. Genau. Hole ich mir das gleich, nachdem ich den besiegt habe da oben. Bei dem kann man sowieso nicht viel machen, aber das zeige ich euch gleich. Erstmal hier. Hier die Stelle. Hier müssen wir nämlich wieder hier hin und her schwingen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh, Moment, das ist ein bisschen blöd hier mit dem Schwingen. So, und... Ja, geschafft. Und dann gehen wir da hinten drauf, weil dann holen wir uns noch die Puppen da. Ja, es ruckelt wieder. Es ist aber immer nur so für 5 Sekunden. Keine Ahnung warum, wirklich. Wow, Kamera, mach du erstmal deine Moves. So, und jetzt haben wir nämlich hier oben, seht ihr gleich, diese hässliche Fresse da. Ja. So, seht ihr den? Da, diese hässliche Fresse, meinte ich eben. So, einmal Seelensucher, zumindest. Wir müssen immer diesen Bällen hier ausweichen. Zauber doch. Ah, es geht ja so, stimmt. Ah, egal, zum Glück sind das Seelensucher. Ah, ich glaube, hier müssen wir nämlich immer so zaubern hier. Vielleicht kriege ich es auch so hin, wer weiß. Ohne Schaden zu kassieren, wer weiß, vielleicht. Jetzt holt er nämlich zwei Bälle raus. So. Ich habe es so geschafft. Wie geil. Wie geil. Also normalerweise... kriege ich immer mindestens die Hälfte Schaden, weil er mich immer trifft. Oh, wie geil. Ja, dann, dann ist easy, dann, ja. Ich habe es auch so geschafft, wie geil. Das erste Mal, dass ich den ohne Abzug geschafft habe. Geil, dann brauche ich auch das Herz nicht, ne? Oh. Oh, was? Was? Jetzt bin ich wieder ganz hier unten. Okay, nee. Falling Damage bekommen. Aber egal, ich habe ja noch das Herz da hinten, ne? Das hole ich mir mal eben schnell. Weil ich brauche nämlich auch volle Energie jetzt. Für den letzten Part, weil der wird anstrengend. Nicht anstrengend, sondern... Aber, ja, halt...
Jump'n'Run technisch und so. So, fertig. So, zack, zack, zack. Und direkt hier vor. Sehr schön. So. Ey, krass, ich habe diesen Kopf wirklich besiegt, ohne einen Kratzer abzubekommen. Krass. Es gibt auch gute Seiten, wenn man Let's Playt, ne? Ah, hier ist noch ein Herz, ja. Spare ich mir aber auch auf. Oh. Nee, ich hasse die Dinger so. Oh, wieder ruckle. Oh, nerv nicht. Zack. Nee, hat nicht getroffen. Scheiße. So, mach das hier aus. Und geht rein und macht das hier aus und fertig. Das war's. Muss ich doch gar nicht mit diesen Typen rumärgern. Ja, vielleicht hört ihr schon. Hört ihr schon so Geräusche? Das ist das, was ich meinte eben. Oh, wenn ich gleich einen Ruckler kriege, wenn ich da rüber springe, ne? Das wäre mies, Alter. Das wäre richtig mies. Oh, jetzt geh hoch. So, ah, das ist ein Gegner. Und hier ist nämlich die Besonderheit, die kann man nicht alle killen. Hier kann man die nicht einsperren. Das ist, ja, ja, oh. Uiuiui. Seht ihr das? Hier sind keine Schalter. Und hier kommen die halt immer wieder raus. Hier kann man Leben farmen, glaube ich, aber brauche ich in dem Fall nicht. Hä? Wo ist denn der Stein? Hä? Moment mal. Habe ich... Oh. Hallo. Ach, da hinten war der drin. Stimmt. Hier war der drin. Ah. Alles... Oh. Alles klar. Ja, ich wollte schon sagen, kommt der jetzt raus oder was? Nee, eher nicht. So. Dann gehen wir weiter hier. Ja, wie gesagt. Oh, so. Oh, lass mich doch mal da. Das meinte ich halt, ne? Und wenn ich gleich halbes Leben hab. Dieser Ruckler! Warum gibt's hier so viele Ruckler? Das könnte echt daran liegen, weil ich eben 2 Stunden lang oder fast 2 Stunden lang Ting Shu aufgenommen hab. Das kann echt sein. Oh, Mensch, jetzt geht da hoch, Mensch. Geh da hoch! So. Oh Mann, ey. Diese Kamera. So, jetzt. Dann geh da hin und leg endlich den Stein da drauf. Zack. So. Da haben wir's doch. Sehr schön. Und mein Handy... Ah! Moment mal. Eigentlich ist noch eine Puppe. Mein Handy vibriert wieder. Mach ich gleich. Nachdem ich fertig bin, weil das Level geht nicht mehr lang. So. So, und dann hier. Dann müsste ich doch jetzt da hinten direkt hinkommen, oder? Oh. Und wieder hier lang. Oh. Ja. Ich hab's verstanden. Ich muss wieder hier lang. Oh. Der nächste Hänger. Komm schon. Ja. Ich habe keine Ahnung, woran diese Hänger liegen. Ja, versuche mich ruhig zu schlagen. Das interessiert mich. So, schaut, seht ihr das da? Das muss ich perfekt abtimen hier. Und zack, zack. Nein, ich bin dran vorbeigesprungen an dem Kopf. Oh, Mann. Ah, ich bin ein Idiot. Ich bin so ein Volltrottel. Ich bin dran vorbeigesprungen. Wenn ich jetzt nochmal runterfalle, nehme ich mir das Herz dahin. Ey! Ich nehme mir das Herz. Komm. Gib mir das Leben da hinten. Ach, Mensch. Was war das denn? Hat sich angehört, als würde jemand Bauarbeiter spielen. Naja, egal. Das meinte ich halt, ne? Da springt man dran vorbei, dann kommen die Stacheln raus, da fliegt man runter. Und ja, und es kommen Ruckler. Ich weiß nicht, warum jetzt wieder so viele Ruckler kommen. Ich wiederhole mich damit, ich weiß aber. Es ist doch wirklich so. Ah, nächster Versuch. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nein! Warum rutschst du denn runter, Mensch? Oh, diese Kamera! Ich bin gerade ein bisschen genervt von der blöden Kamera hier. Warum dreht die sich denn immer? Oh. Wie lange soll ich jetzt hier noch hängen? Oh, jetzt geh da hin.
Gleich kommt der nächste Ruckler wieder. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Ja, hier habe ich auch im Let's Play lange gehangen. Jetzt geh da hin. Geh da hin. Ey, das gibt's doch nicht. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen zu voreilig, hä? Oder zu schnell. So, jetzt. Naja, Ruckler abwarten. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nein! Oh, nein, ich bin schon wieder... Oh, Gott sei Dank, das war gut, ey. Ah ja, aber dafür schmeißt mich jetzt der Stachel runter, ja. Alles klar. Oh Mann, ey. Na, egal. Ich habe jetzt schon mal den Kopf. Und... Ja, ich weiß, das zieht das Level jetzt unnötig in die Länge hier. Hier darf man auch nicht so weit rechts springen, weil dann springt man vorbei. Das zieht das Level jetzt in die Länge, aber es ist halt eine fiese Stelle hier, ne? So. Ich habe immer meine Probleme gehabt mit dieser Stelle, schon immer. So. Egal. So, jetzt kann ich hoffentlich rüber. Ruckler, oder was? Oh, die Kamera! Zack, zack, zack! Boah, Gott sei Dank. Jetzt kommt noch ein Ruckler. Eieieiei. Die Puppe, da will ich noch haben. So, und... Yes, geschafft, endlich. Weil, mehr ist es nicht. Man muss eigentlich nur das hier runterschieben. So, boah. Und da unten ist schon das Tor. Ja, sehr schön. Ja, dann. Endlich geschafft, ey. Ja, dann. Hier runter hier. Ne, die Leiter nutze ich bestimmt nicht. Ich will hier weg. So. Der letzte Part war ein bisschen nervig, aber sonst alles gut. Okay, ja. Wir haben 36 von 36. Das ist wunderbar. Dann gehen wir mal direkt vorne. Und ja, die Cutscene lädt. Das Tor nach Limbo steht offen. Ah. Um zu entkommen, musst du den Fluss Loot hinabfahren. Am Ende der Reise wartet das Geistertor. Ja, genau. Ja, die Cutscene hat wieder nicht abgespielt. Das macht aber nichts, ich schneide das raus. Jo, nächste Level ist Limbo. Wie der Tanz. Jo, genau. Jo, aber das würde ich sagen, Freunde, machen wir das nächste Mal. Ich wollte jetzt hier erstmal Schluss machen. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid bei Stygia. Ah ne, nicht Stygia, sorry, Syomos. Und jo, beim nächsten Mal... durchschreiten war das Level Limbo. Und jo, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und jo, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao.